Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone Video. Heute geht es um die besten Waffen und Klassen nach dem Warzone Season 5 mit Season Update. Das Ganze war ja bekanntlich einer der letzten großen Updates der Warzone 1 Geschichte, denn Warzone 2 steht vor der Tür. Allerdings muss man sagen, es war ein wirklich sehr gutes Update, denn einige Waffen aus der MW-Zeit, einige Waffen aus der Cold War Zeit wurden tatsächlich verbessert, so dass man sie auch tatsächlich gut spielen kann. Dazu wurden auch einige klassische Meta-Waffen der letzten Wochen so ein bisschen verschlechtert, ein bisschen angepasst, was dafür gesorgt hat, dass man eine wirklich sehr breit gefächerte Meta hat, dass man wirklich sehr viele Waffen spielen kann, die auch auf einem gleichen Niveau sind, was speziell natürlich auch dafür sorgt, dass man auch ältere Waffen jetzt wirklich gut spielen kann aus der MW-Zeit, aus der Cold War Zeit und deswegen ist es in meinen Augen wirklich sehr gutes Update. Wie immer natürlich, bevor wir jetzt direkt zu den Loadouts starten. Falls ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt über Warzone, die neuesten Updates und die besten Loadouts, lasst natürlich hier auf YouTube sehr, sehr gerne ein Abo da. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben, um das Ganze zu supporten. Und natürlich auch ganz wichtig bei diesem Format, schreibt auch gerne Feedback in die Kommentare, welche Waffen ihr gespielt hättet, welche Klassen ihr anders gespielt hättet. Und wie immer natürlich, checkt auch gerne meinen Partner Holy aus. Da gibt es demnächst wieder eine neue ST-Sorte. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Deswegen, wenn ihr das Ganze mal testen wollt und mich natürlich auch supporten wollt, checkt natürlich die Seite von Holy aus. Ist natürlich ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es wirklich sehr, sehr guten Eistee, muss ich sagen. Oder natürlich auch ganz klassisch Gaming Booster. Deswegen checkt das gerne aus. Mit dem Code Timeless könnt ihr nochmal 10% sparen. Oder ihr könnt mit dem Code Timeless 5 5 Euro sparen. Bekommt dann natürlich so einen kleinen Rabatt geschenkt. Deswegen checkt das gerne aus. Lasst da gerne Support da. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Loadouts. Let's go. Wir starten direkt mit dem ersten Loadout und da geht es um zwei Waffen, die wirklich sehr, sehr lange Zeit wirklich sehr konstant war. Es geht natürlich um die XM4 zusammen mit der MP40. Zwei Waffen, die wirklich schon sehr lange wirklich sehr konstant waren und natürlich auch speziell durch das Update, durch einige Nerfs nochmal profitieren haben. Wir starten mit der XM4, Agency-Mündungsfeuerdämpfer, Sonderkommandolauf, Axial-Armsvisier, Feldagentengriff und das 60-Schuss-Magazin. Ist auf jeden Fall eine der stärksten Waffen aktuell, speziell durch den Nackenschaden. Wenn man mit dem Rückschuss klarkommt, ist die Waffe wirklich sehr stark. Für Konsolenspiele mit 80 FOV ist es vielleicht natürlich auf großer Distanz ein bisschen schwierig, aber auf Midrange ist die XM4 auf jeden Fall eine komplette Macht. Aber auch in Warzone Season 5 ist die XM4 nach den ganzen Updates immer noch einer der besten Sturmgewehre, deswegen teste das Ganze auf jeden Fall mal aus. Dazu natürlich die MP40, eine wirklich sehr beliebte Waffe, da sie natürlich sehr wenig Rückschuss hat, sehr präzise ist und movementmäßig zeitgleich auch wirklich sehr stark ist, deswegen kompakte, wirklich gute MP, die man auf jeden Fall jetzt nach den ganzen Updates spielen kann. Das Ganze mit dem Rückschussbooster, dem kurzen Lauf, der natürlich nochmal für den Oberkörperschaden sorgt. Headshot-Schaden wird zwar verschlechtert, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, der letzte Lauf ist, was Time to Kill, was Schaden angeht, wirklich das Beste, deswegen spielt auf jeden Fall diesen Lauf. Dazu das Schieferreflektor, Faltrahmschaft, Skelett und Lauf, 40V-Geschwindigkeit und Bewegungstempo. Dazu das 45er Magazin der MP40, hat man eigentlich fast in jedem Setup seit Release der Waffe wirklich gespielt. Verlängert für 8% Bullet Velocity, der gekerbte Griff, der nochmal so ein bisschen für Geschwindigkeit beim Zielen sorgt, was natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man im Aim ist, dass man sehr schnell von links nach rechts kommt. Das extra Stütze plus das extra Schnell und das ist in meinen Augen die beste MP40-Klasse, die man spielen kann. Gebt dem Ganzen gerne nochmal eine Chance und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Loadout. Als zweites haben wir die Amagera 63 und die SDG, zwei Waffen, die natürlich lange Zeit schon wirklich ganz oben mitspielen. Allerdings auch beide Waffen, auch nach den ganzen Updates, die Amagera wurde ja so ein bisschen stärker genervt, immer noch sehr gute Waffen sind und definitiv immer noch zu der Meta gehören aktuell. Die Amagera spielt am besten mit dem Rückschussbooster, 180mm Lauf, Schieferreflektor, Skelettschar, kompakter Unterlauf für Geschwindigkeit beim Zielen, was dafür sorgt, dass ihr wirklich, wenn ihr im Aim seid, wirklich sehr schnell seid, was natürlich auch oftmals ein Vorteil sein kann. Dazu das 55er Magazin, das erste, was man spielen kann, wurde jetzt gepatcht, hatte ja ursprünglich 60 Kugeln im Magazin. Allerdings 55 Kugeln sind immer noch sehr stark und das ist eigentlich so grob das beste Magazin, was man spielen kann. Bei der Munition Unterschall, der gekerbte Griff, das extra ruhig und das extra schnell. Und das ist die beste Klasse für die Amagera, die man aktuell spielen kann. Dann kommen wir natürlich zur SDG. Hat sich jetzt großartig nicht geändert, da die Waffe jetzt nicht wirklich geändert wurde. MX-Schalldämpfer 760er Lauf, dann das G16-Visier. Da ja natürlich auch durch das Update das SVT-Visier, was natürlich sehr beliebt war, so ein bisschen verschlechtert wurde. Speziell was ZV-Geschwindigkeit angeht, wurde das so ein bisschen verschlechtert. Deswegen würde ich eher das G16-Visier empfehlen. Dazu der Beschwerteschaft, steife Gewinkel und Lauf, 50er Magazin verlängert, Polymergriff, extra Fokus und das extra vollgeladen. Ja, ist eine klassische SDG-Klasse, wie wir sie eigentlich schon länger kennen. Aber dadurch, dass die Waffe jetzt nicht wirklich verschlechtert wurde, gehört sie definitiv immer noch zu den Top-Waffen, die man spielen kann. Dann als nächstes haben wir die UGM und die Marco 5 SMG. Zwei Waffen, die natürlich auch schon länger eigentlich ganz oben mitspielen. Ein bisschen genervt wurden, ein bisschen verschlechtert wurden, aber beides definitiv auch immer noch Top-Waffen sind. UGM ist natürlich eher so eine Waffe, die so ein bisschen langsamer ist. Trotzdem, durch die Feuerrate, durch die Präzision, kann die Waffe immer noch wirklich komplett lasern. Deswegen auch nach den ganzen Updates immer noch eine wirklich sehr starke Waffe, muss man sagen, wenn man damit klarkommt. Das Ganze mit dem MX-Schalldämpfer 736er Lauf, G16 Visier, dazu BT-Schaft, Steife, gewinkelt und Lauf, 100 Schuss Magazin, 6,5mm Magazin, verlängert für Bullet Velocity, Rastergriff, das extra fester Griff und das extra voll geladen. Ist auf jeden Fall durch die Munition, durch die Feuerrate, durch die Präzision, die natürlich so ein bisschen verschlechtert wurde, auf jeden Fall immer noch eine wirklich sehr starke Waffe. Dazu die Marco 5 SMG, die auch so ein bisschen profitiert hat. Nach den ganzen Updates wurden natürlich auch einige MPs so ein bisschen verschlechtert und die Marco 5 SMG war jetzt nicht wirklich groß
großartig dabei. Die anderen Waffen wurden so ein bisschen verschlechtert und die Marco 5 SMG ist gleich geblieben. Deswegen ist die Waffe natürlich so ein bisschen nach oben gedrückt. Ganz mit dem Rückschussbooster, 342mm Lauf, Schieferreflektor, Immerto FR-Schaft, Skelettunterlauf, 64 Schussmagazin verlängert, umwickelter Griff fürs Movement, das extra Gang-Ho und das extra Schnell. Ist eine Klasse, die wir auch schon länger kennen, aber ja, die Waffe macht wirklich sehr viel Spaß. Gutes Movement, gute MP. Und deswegen in meinen Augen auch eine der Top-MPs, die man aktuell spielen kann. Als nächstes haben wir den Cooper-Karabiner in Kombination mit der H4 Blixen. Beides Waffen, die beeinträchtigt wurden durch das Update. Der Cooper-Karabiner wurde tatsächlich nochmal ein bisschen verbessert. Die H4 Blixen minimal schadensmäßig so ein bisschen verschlechtert. Cooper-Karabiner natürlich auch speziell für Konsolenspieler wirklich immer eine sehr solide Waffe gewesen, die fast keinen Rückschuss hat, sehr präzise ist. MX-Schallimpfer Cooper, 22 Zoll Lauf, G16 visiert. Dazu der Skelettschaft oder der erste Schaft. Eins von beiden würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist so ein bisschen Geschmack. Sache muss jeder für sich selbst ein bisschen entscheiden, wie man persönlich besser klarkommt. Schnitzervordergriff allgemein für Präzision, das 60 Schuss Magazin, das extra verlängert, Rastergriff oder Polymergriff, das extra fester Griff und das extra parat oder natürlich ganz standardmäßig vollgeladen für die maximale Munition, muss jeder für sich selbst entscheiden. Allerdings durch das Update, Cooper Karabiner ist jetzt tatsächlich nochmal ein Stück weit besser geworden und war ja auch schon vor den ganzen Updates wirklich dafür bekannt, dass die Waffe keinen Rückschuss hat, dass sie sehr solide ist, speziell auf Midrange. Deswegen gebt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal eine Chance. Dazu die H4 Blixen, die natürlich standardmäßig schon länger eine Waffe ist, die auch einer der besten MPs die ganze Zeit war, jetzt ein bisschen verschlechtert wurde, minimal was den Schaden angeht. Aber wie gesagt, wir spielen ja auch das Max-Damage-Klassen-Setup mit dem Rückschussbooster, dem 9 Zoll Lauf, der nach den ganzen Updates auf jeden Fall für den besten Schaden sorgt. Schieferreflektor, Schaft entfernen, Kompakt und Lauf für Geschwindigkeit beim Zielen auch wieder ganz wichtig. 54 Schussmagazin bei der Munition, das extra Unterschall, der umwickelte Griff fürs Movement, extra Flink und das extra Schnell. Ich glaube, das Klassen-Setup haben wir jetzt wirklich schon mehrmals in Videos gesehen, deswegen natürlich auch nichts Neues, aber definitiv die Blixen auch nach den ganzen Updates immer noch einer der Top-SMGs, deswegen testet auf jeden Fall das Ganze auch gerne nochmal aus. Dazu als nächstes tatsächlich ein reiner Modern Warfare Loadout, denn wir spielen die Grau in Kombination mit der CX-9, die jetzt auch tatsächlich nochmal ein bisschen verbessert wurde und auf Close Range durch die Feuerrate, durch die Präzision und auf Close Range durch die Feuerrate wirklich ein absolutes Monster sein kann und auch das Ganze mit dem Bodenloot, mit den gemischten Waffen ist wirklich sehr nice, bringt nochmal ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen Flashbacks, denn Warzone 2 steht langsam vor der Tür und ja, es wird ein neues Kapitel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Allerdings müssen wir natürlich jetzt auch noch die letzte Zeit genießen, um einige alte Waffen nochmal zu testen. Speziell die Grau wurde natürlich auch vor einigen Updates schon so ein bisschen verstärkt. War natürlich auch immer so eine der besten Waffen, die man spielen konnte. Wenig Rückstoß, sehr präzise. Mit dem klassischen Setup Monolith Challenger 26,4 Archangel Lauf, VLK-Visier, Kommando-Vordergriff und das 60-Schuss-Magazin. Wenn ihr klarkommt, könnt ihr auch das VLK-Visier wegpacken und dafür den taktischen Laser draufpacken. Ist natürlich auch ganz gut. Das Ironsight der Grau ist natürlich auch legendär, deswegen Grau bis heute wirklich eine der cleansten Waffen, die man spielen kann. Und jetzt tatsächlich auch in Warzone Season 5 eine der besten Longrange-Waffen, die man spielen kann. Speziell natürlich auch durch die Präzision. Dazu die CX-9, eine der letzten DLC-Waffen der Modern Warfare-Reihe. War jetzt nie wirklich Meta, jetzt wurde die Waffe allerdings nochmal verstärkt. Und speziell auf Rebirth Island auf Close Range muss ich sagen, die Waffe macht wirklich sehr Spaß. Gute Feuerrate, relativ gute Präzision und es ist einfach gute Abwechslung, deswegen teste das Ganze gerne mal. CX-38S Lauf, 5mm Laser für die Präzision aus Hüfte, dann der CX-FA-Schaft, 50 Schuss Magazin und der Taktikgriff. Das ist die Klasse, wie ich es gespielt habe. Man kann das Ganze so ein bisschen auch anders spielen, allerdings war ich so relativ zufrieden, deswegen gebt dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance. Und das wäre es jetzt erstmal von den besten Waffen und Klassen, die man aktuell spielen kann. Wie gesagt, die MP1 zum Beispiel hat auch einen guten Buff bekommen. Amax wurde auch verbessert, auf Rebirth Island kann das Ganze gut funktionieren, aber auf große Distanz ist es rückschussmäßig so ein bisschen schwierig. Ganz Update bringt auf jeden Fall einiges an Abwechslung mit sich, was natürlich auch als Abschluss wirklich sehr gut ist. Und das wäre es von den besten Waffen und Klassen in Warzone Season 5 nach dem Mid-Season-Update. Lasst natürlich gerne ein Feedback da, was ihr geändert hättet, welche Klassen ihr gespielt hättet oder welche Waffen ihr gespielt hättet. Es gibt natürlich, wie gesagt, noch einige Waffen, die auch wirklich sehr stark sind. Allerdings im Video habe ich in meinen Augen die besten Waffen, die man aktuell spielen kann, gezeigt. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Testet die Klassen. Und wie gesagt, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, checkt Twitch ab. Und jetzt viel Spaß beim Grinden. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.